Hey und willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit der Palette. Und zwar die Sims 4 mit allen Add-ons. Wir machen das so. Die erste Folge kommt bei beiden Kanälen gleichzeitig. Die zweite Folge kommt morgen um 19 Uhr bei der Spalette. Und die dritte Folge am darauffolgenden Tag bei mir um 16.30 Uhr. Folge 4 bei ihm, Folge 5 bei mir und so weiter und so fort. Wir werden uns nach einer aufgenommenen Folge den Spielstand zuschicken, damit der andere jeweils in seinem Part das Ganze steuern kann. Bedeutet, dass wenn ihr eine Folge bei mir schaut, ich das Spiel steuere und andersrum, wenn Paluten eine Folge hochlädt, er das Spiel lenkt. Dann abonniert am besten beide Kanäle oder behaltet die Playlist im Auge. Bewertet den Part und wie immer viel Spaß mit der ersten Runde von Sims 4. Wir haben vor einem Jahr schon mal ein Sims 4 Projekt gestartet und ich habe ihn ausgekramt, den alten Manuel und den alten, gesunden Aslak Pedizzle. Guck ihn dir an. Da ist er endlich wieder. Er hat zwar ganz komische Stats, aber es gibt ihn. Mann, ey. Es gibt ihn wirklich. Ich habe Jahrzehnte nach ihm gesucht und jetzt ist er endlich wieder da, nachdem du ihn damals alt gemacht hast. Und dann konnte er gar nichts mehr. So, okay, den lassen wir so. Nein, mach mich wieder. Ja, wer kann denn ahnen, dass man das nicht mehr rückgängig machen kann? Mach mich bitte wieder zu Aslak Staffel 1. Okay, da. Erste Folge. Ja. Oh, guck dir den Ladiesman an. Und da. Ach, bist du süß. Und jetzt ich, warte. Oh, ja. Hallo, ich bin's. Ja. Wir könnten Brüder sein, oder nicht? Naja. Wie, naja? Okay. Lass mal das so. Oh. Mach mich wieder jung. Aber ich bin endlich wieder ein Mensch. Stimmt, du bist kein Vampir mehr. Ich glaube, ich bin in Folge 3 oder 4 gebissen worden. Und jetzt fehlen mir all die Fähigkeiten. Aber ich würde sagen, wir editieren jetzt mal. Warte, erstmal jung machen. Deine Schuhe. Ja, ich weiß nicht, was das für Lappenschuhe sind. Ja, welche willst du denn? Die da? Nein. Oh. Ja, so die Sneaker, die weißen Sneaker da. Ja, die sind cool. Die passen. Ich bin ja sowieso ein sportlicher Typ. Ach so, genau. Und ganz wichtig zu erwähnen, es gab jetzt in der Zeit auch zwei neue DLCs. Einmal 4 Jahreszeiten und Werde berühmt. Und bei Werde berühmt können wir YouTuber werden, Filmstars. Und das werden wir einfach mal ausprobieren. Und es gibt eine komplett neue Stadt, in die werden wir auch direkt einziehen. Ja. Was willst du denn werden? Willst du Geld haben? Geschäftstüchtige Sims verdienen überdurchschnittlich gut. Ja, aber wir suchen uns einfach wieder irgendwen, heiraten den, töten den und dann sind wir reich. Ja? Ich möchte gerne Sport. Wieder Sport? Ja. Okay. Weil ich bin ja ein sexy Typ. Ich bin ja ein Most Muscler. Das bisse. Ach, hoher Stoffwechsel. Mit einem guten Stoffwechsel ist es einfach, fit und in Form zu bleiben. Und hier? Aktiv? Was ist Geek? Ja, Videospiele spielen? Ja, ich liebe Videospiele. Okay. Und was noch? Was ist Chaot? Ja, dass du alles kaputt machst. Oh, tollpatschig. Die Sims versagen häufiger bei körperlichen Aktivitäten und lachen oft über ihre Misserfolge, anstatt sich darüber zu ärgern. Wollen wir das mal machen? Wollen wir uns beide einen Negativpunkt geben? Okay, ich bin auch so manchmal ein bisschen tollpatschig. Ich nicht, ich bin krass. So, warte, mir gebe ich erstmal das Allerbesteste. Ich will ja, wahrscheinlich werde ich so eine Art Filmstar oder sowas. Was? Dann nehme ich jetzt mal Vermögen. Nee, das will doch keiner. Was soll ich da? Ich nehme das mal. Leitwolf, weltbekannte Berühmtheit. Oh ja, das will ich. Warte, was gab's da noch so? Zeig mal. Freund der Welt. Freundschaften, Partylöwe. Und der gute Vampir. Ja. Ah, okay. Naja, nee, das will keiner. Kreativ. Snob. Oh Gott, der heult dann die ganze Zeit, wenn wir irgendwelche beschissenen Sachen kaufen. Ja, das kannst du nicht machen, weil wir sind arm, ja, ich weiß. Ich nehme jetzt mal ehrgeizig und als Negativpunkt Snob. Genau, und da sehen wir es auch schon. Die erste Wahl. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Frühling. Ja. Genau, dann sehen wir hoffentlich alles. Und go. Ich glaube, Del Sol Valley. Das ist Los Angeles. Ja. Ach, cool. Oh. Ui. Guck, das ist wirklich, da ist Hollywood. Da könnten wir rein. Ja, wir können auch erstmal so eine Billow-Wohnung nehmen.
wo wir einfach drin leben. Haben wir das beim letzten Mal nicht auch gemacht? Ich glaube schon, weil es auch einfach klug ist. Wir können ja eh nichts bauen, wir haben kein Geld. Das stimmt. Wir sind echt bettelarm. Okay, dann nehmen wir den inneren Kreis, arbeiten uns hoch, bauen uns was auf und irgendwann sind wir dann richtige Stars und ziehen in eine fette Villa. Oh yeah. Haben wir überhaupt zwei Betten? Oh oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh nein, nicht schon wieder. Ich will nicht mit dir zusammen in ein Bett. Boah, vor allem, wie traurig ist das denn? An der Wand? Guten Tag, Pidizel. Wie geht's dir denn? Erstmal die Angst vor Vampiren zu geben. Wie geht's dir denn, du kleiner Fratz? Oh Gott. Ja, und? Mögen wir uns? Ja, 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 ich war gerade auf Toilette. Und wie geht's dir so? Ich wollte zweimal. Warte, warte. Halt dir fest. Mehr Auswahl. Freundlich. Versuch vorzustellen. Oh, ich auch. Nee, komm, du nicht. Ich auch einmal. Lass mich auch einmal hin. Okay. Lass mich auch einmal. Versuchen vorzustellen. Versuchen vorzustellen, ja. Oh, die ist aber nicht sonderlich glücklich. Nee, was ist denn los mit ihr? Hey, bleib. Ja. Oh. Hallo? Hallo? Hi. Bin Zoe. Oh, wir haben kein Interesse. Wir gucken einfach nur weg. Wir haben ja absolut gar keinen Bock auf die. Wir denken uns, oh Gott, eine Frau. Hä? Reden wir jetzt wieder nur miteinander? Okay. Ah. Nur Augen füreinander. Geht ihr jetzt bei uns rein? Nee, ich dachte schon. Hallo! Guck mal, man hat da gesehen, sie ist Newcomerin. Ach so. Ja, aber von was? Ich weiß nicht. Da, der Newcomer. Yo. Da. Kannst du jetzt mal. Jetzt geh ich Fernsehen gucken. Ach komm. Versuchen vorzustellen. Jetzt geh doch. Ah. Ja, und was mit mir? Ja, warte, später. Ja, wir mögen uns. Mann. Und sie geht, okay. Tschüss, bis toll, dann. Ja, der Aslak hätte es klar gemacht, Junge. Aslak Pidizel, der kriegt die Frau. Glaubst du? Er ist ein Ladiesman, das war schon immer. Wir können jetzt einfach am Handy mal gucken. Beim Arbeitsamt registrieren. Also es gibt auf jeden Fall da, entweder kann man YouTuber werden oder, glaube ich, Filmstar. Und ich werde dann der YouTuber. Ja. Na, ich würde es blöd finden, wenn wir beide Schauspieler werden. Und dadurch, dass du bei der letzten Staffel, bei Staffel 1 praktisch schon YouTuber warst, werde ich YouTuber, passt auch. Und du wirst super Fernsehstar. Die Palette hat gerade mal nachgeguckt. Scheinbar müsste man das an einem Computer starten und dann einfach anfangen, Videos zu drehen und das Ganze dann eben da zu beginnen. Hochladen. Ja, ja, das ist sehr gut. Aber das heißt, du hast gar nichts. Tschüss. Mann, ja, das Problem ist, wir sind bettelarm. Aber das sieht voll geil aus. Ich habe da eben mal nachgeguckt. Man kann dann so Lichter und alles dahin platzieren. Wahrscheinlich auch den PC upgraden. Das wird klasse. Aber du bringst erstmal. Ich bring dir das Geld. $640 mit nach Hause. Was? Hä? 24 pro Auftritt? Ich nur, wenn ich auftrete? Ja, ja, what? Klar. Schauspieler sein ist ein harter Beruf. Oh. Ist auch in Deutschland so. In Deutschland können super wenig Leute. Oh. Ach so, eine Agentur. Agentur alltägliche Statisten. Unser Team hat viele Statisten in Weitwinkelaufnahmen untergebracht. Wir werden eine Arbeit für dich finden, egal wie klein die Rolle ist. Ach so, Vorteile mehr Castings für Werbe- und Daytime-TV-Auftritte. Und hier? Was ist das untere? Verbesserte automatisierte Erinnerung. Maximiere deine Arbeitszeit, was? Ich finde die oberen sympathischer. Ich auch. Und da ist so ein Bro-Zeichen, das ist cool. Und bei dir? Was? Ja, wir kaufen jetzt mir einen Computer. Wir senden jetzt nochmal Geld für dich. Oh ja, okay. Ja, wir gucken mal. Geh mal in den Baumodus. Ah, ich hab's. Was denn? Das ist die Videostation. Videostation. Da ist sie. Da, rechts. Da. Was meint rechts, der? Das weiter da? Rechts, weiter rechts. Da muss. Ja! Videostation, mehr Klicks. Ja. Oh, eine zentrale Anlaufstelle. Und sammeln von Klicks. Um deine Fanboys und Fangirls bei Laune zu halten. Okay. Ja. Ui. Ja, kein Platz, ne? Ich bräuchte einen ruhigen. Ja, reiß einfach die Tür weg. Ach so, du willst. Ja, ich brauche ja ein Aufnahmezimmer. Ja, okay. Das ist meine kleine. Und das ist auch genauso klein wie mein jetziges Zimmer. Aber kann man das nicht. Warum ist denn da so wenig Platz? Wegen den Lampen, die dahinter kommen? Weiß nicht. Ist nicht schlimm. Können wir noch Lichter für dich kaufen? Also, ich meine, du kennst ja meine Lampe, die ich jetzt in meinem Zimmer habe.
Also irgendwie gibt's hier keine Lampen. Ich denke, die muss ich direkt da dran kaufen, oder? Guten Tag, mein Name ist Palut und ich habe 3 Millionen Abonnenten und das ist meine Lampe. So eine? Die sieht so schäbig aus. Nein, Mann! Diese eine Lampe, die halt, die kommt einfach nur aus der Decke, aus diesem Loch, aus der Wand in der Decke. Ach, das, Alter! So eine abgeranzte Scheiße! Hey! Ja, alles klar. Da der ja hier schon besseres Equipment. Ja! Warte, wenn wir jetzt hier reingehen, kannst du ja mal. Ah, verbessern! Lichter anpassen! Diffuses Nachtleben. Kalt und trüb. Du postest jetzt erstmal, dass du unbedingt gerne Videos aufnehmen wollen würdest. Ja, aber ich hab doch immer noch nicht. Nächstes Video. Ich brauch doch erstmal ein Video. Ich hab doch noch. Guck mal, ich hab das. Was soll denn das? Videobestand ansehen. Ja, da steht doch Video aufnehmen. Da, okay. Und was? Ein paar Beauty-Tipps. Fröhlichen Vlog. Okay, keine Modetipps. Wieso steht da fröhliches Vlog? Das ist doch kein richtiges Deutsch, doch, Alter. Doch. Hä? Alter, 2 Minuten am Tag arbeiten. Asla, guck, da ist er jetzt vor der Kamera. Jojo, er nimmt's auf. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vlog direkt hier aus dem UFO, Leute. Nee, wie heißt unser Haus? Wir brauchen einen Namen für unser Haus. Ah ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog direkt aus der Kloake. Hier ist wieder alles klasse, Manuel guckt da hinten auf unserem Luxusfernseher ein bisschen was und ja Leute, schaut bei uns beiden vorbei, wir machen echt geile Videos. Bitte abonniert, aktiviert Geilo-Glocke, danke, tschüss, bin fertig mit dem Video. Gutes Video, echt. Danke. Hey, dein ist Manuel, abonniert mich, tschüss. Aber echt nett von dir, dass du so auf mein Gesicht achtest, ne? Dass du das da nicht zeigst. Ja, stimmt. Und warum haben wir so ein... was ist das? Junge. Was ist das für ein Fernseher, Mann? Ich werde mich so beschweren als Snob. Oh, Charisma. Du arbeitest schon. Boah, ist das... Warte mal. Ja, guck, ich bin noch längst nicht fertig. Da, guck mal, zoom mal richtig auf den Bildschirm. Anbrüllen. Nein, lass doch andeuten, das war Nessa. Nein, du arbeitest. Nach Interesse fragen. Ich kann doch kurz auf Pause drücken. Das ist doch ein Video. Nee. Du nimmst doch auf. Das dauert bei dir so länger. Gemein. Boah, Alter, ist die... Alter. Oh, hast du den Move gesehen? Aber guck mal da hinten beim PC. Ah ja, du nimmst auf. Immer noch. Geil. Und wer hat die Maus da gerade bewegt? Du wurdest gehackt? Oh Gott. Sieht das abgeranzt aus. Ja, aber das ist cool. Das sieht mit so Reglern und... Aus. Die Maus kannst du auch 1 Zentimeter weit bewegen. Das geilste Mal, ich kann nie nach oben scrollen. Ja. Also nach oben geht einfach nicht. Was macht sie in meiner Bude? In meiner. Und könntest du jetzt bitte mal eine Wand ziehen? Ach so, wegen den Videos. Ne, wir filmen die direkt mit. Da. 640. Ja, wie kann ich denn jetzt verfügbare Castings ansehen? Da. Oi. Cowboy-Musik. Salziger Sud-Werbespot. Oh, das mache ich. Sei das Werbegesicht von Omega Co. und preise den neuesten chemischen Reiniger. Aber salziger du brauchst Level Sud 2 an. Der Charisma-Fähigkeit, damit es funktioniert. Oh, okay. Ab an den Spiegel. Bekomme ich eine Wand? Ja, warte. Dann kannst du die Tür umsetzen, bitte. Schön, schöne Wohnung. Warte. Oh, wie nennst du dein Video? Hallo, ich bin eure Palette. Mein erster Vlog aus der Kloake. Mein erster Vlog aus der Kloake. Videobeschreibung. In diesem Video zeige ich euch meine WG zusammen mit dem großartigen Manuel L. Jackson, der unter anderem in Kinofilmen wie Manuel und der goldene... Oh. Er passt nicht mehr, hä? Konntest du nicht noch weiter rumlügen in meinen Videos? Ja, rumlügen, genau. Ja, so, das hätte ich so niemals geschrieben. Doch, hättest du. Nein. Aslak hat keinen Job. Sag mal, schämst du dich nicht? Ja, ich mach doch eine Karriere. Ja, und wo ist unser Geld? Mit meinen Followers. Mit deinen Followers? Ich schaff das. Ich hab's auch schon im richtigen Leben irgendwie geschafft. Frag mich nie wie. Oh, der Aslak. Oh, ach, da kommt der Aslak, der Ladiesman. Hm. Hallo. Oh, hey, Lady. Oh, ja, ich bin der Aslak. Ich mach YouTube. Ja, oh, ich also, bist du arbeitslos? Ja. Und wie machst du das? Wie kannst du hier leben? Ist das nicht der großartige Manuel L. Jackson?
aus dem Film Der goldene Schuh? Nein. Ich bezahle auch hast du denn da? Für den Laser. Warte. Das ist wichtiger. Boah, wie ich hier einfach sexy bin, ey. Und voll die falschen Streifen immer noch habe. Jetzt geh doch mal zu meinem Aslak. Ich bin da gerade am Flirten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die kannst du eher haben. Ich stehe nicht so auf Frauen mit bunten Haaren. Nicht? Nee. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache mich ran und verkaufe ihre Halskette, ja? Okay. Oh, sehr gut. Irgendwie müssen wir ja Geld bekommen. Ich glaube, die ist auch ein bisschen zu verrückt für mich. Ja, aber sie ist ein Newcomer, ne? Ja, ja, aber ihr werdet dann vielleicht das neue Traumpaar in Hollywood. Ah, ich hab... Nee, warte, du hast... Warum hast du denn schon fast Charisma Level 2? Oh, ja, weil ich vor meinem Video war. Und ich bin einfach ein geborener Charisma. Oh ja, Medienproduktion. Aha. Ja, guck. Oh, damit level ich das. Ja, warte mal, was ist denn eigentlich mit deinem Video? Videobestand ansehen. Ja. Ah, mein erster Vlog aus der Kloake. Video hochladen. Oh, ja. Aber ich habe da direkt ein Plus gesammelt, hast du gesehen, ne? Ja, habe ich gesehen. Ich bin so ein Ladiesman. Oh, gutes Internet haben wir scheinbar. Ja, auf dem Weg zum Ruhm. Sims können jetzt berühmt werden. Es gibt viele verschiedene Wege, ein Promi zu werden. Und wenn dein Sim seine Fähigkeiten verbessert und in seiner Karriere voranschreitet, öffnen sich neue Wege zum Ruhm. Dein Sim kann zum Beispiel berühmt werden, indem er die Schauspielkarriere einschlägt oder die Medienproduktionsfähigkeit an der Video- oder Musikstation erhöht. Ha, ha. Auf Kommentare antworten. Ja, auf Kommentare antworten. Ja, oh, auf Chinesisch machst du das. Ach so. Ja. Boah, krass, ey. Lichter anpassen. Hellweiß. Aber wie sehe ich denn jetzt, wo die Leute... Trends untersuchen? Warte. Da! Ja, öffentliches Ansehen. Ruhmpunkte 0. Du bist momentan total unbekannt. Ja, aber ich bin ja ein Star, ne? Oh. Du wirst täglich und pro Aufruf bezahlt. Oh! 150 Follower. 150 Follower! Mit einem Video. Folgendes wird jetzt getrennt. Selbstsicherer Vlog, jawohl. Wenn noch ein paar Tage... Ja, dann direkt neues Video. Moin Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Vlog. Ich möchte euch was erzählen. Ich habe heute zum ersten Mal mit einer Frau geredet. Oh, ich war so nervös, aber dadurch, dass ich so ein sexy Playboy bin, war es natürlich kein Problem für mich. Aber ich überlasse sie Manuel. Weil Manuel nimmt immer meine Reste. Ja, da bin ich. Geiler Vlog. Erst die Story erzählen und dann so, ja, da bin ich. Ja, und jetzt kann ich auch kurz, oh Leute, ich muss kurz auf die Toilette. Juhu. Was machst du denn immer mit deinem Auge? Was denn? Ja, keine Ahnung. Ja, das eine eiert halt ein bisschen. Warte, weißt du, was da fehlt? Was denn? Also, ich finde, eine Sache muss da immer rein. Was denn? So, immer schön, das ist dein Kennzeichen. Du hast Nein. immer schöne Toilette im Hintergrund. Na, warum denn? Mich und eine Toilette. Hier, Nein, das ist das Bild nicht. Der Leute. Nee. So. Nee. Du, schön, wie du mein hart verdientes Geld ausgibst. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Geld du verdienst. Wahrscheinlich gar nichts. Pass auf, ja, weil doch. Ich mach was. Guck, ich hab da schon ganz unten so ein... Oh. Warte, oh, oh. Oh, ich glaub, sie hasst mich. Ja, schade, gut, dann brech ich das mal ab. Oh, aber du hast schon Charisma Level 2. Ja, ich mach jetzt was für mein Geld. Du kannst den Job annehmen. Was ist denn überhaupt diese Positivitätsherausforderung? Die steht da oben schon die ganze Zeit, oben links. Ach so, 17 Tage. Endet in 17 Tagen. Hat 0 von 4 positiven Postern gesammelt. Mini Bobby Brown, das ist die von Stranger Things. Alter, ja, egal, wir müssen erstmal Stars werden. Ja, ja, ja. Klick mal da oben links. Als ob die sich bei mir melden würde. Ich kann jetzt den Job annehmen, oder? Salziger Sud Werbespot. Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Montag 19 Uhr. Aber ich hab Hunger. Hilfe. Hallo. Ach, er isst jetzt. Ach, da stand die Uhrzeit, oder was? Ja, Montag 19 Uhr musst du da irgendwie hin. Ja, ich fackel erstmal die Küche ab. Oh nein. Ja, wir müssen am Anfang essen. Oh, der Aslak, oh, holt sich ein Power-Müsli. Oh, guck mal, wir essen da zusammen. Ja. Ach, ja, ach, ich denke an dich, ist das schön. Okay. Dann bewerte den Part, schaut in die Videobeschreibung. Da sind wir beide, sowie auch die Playlist, verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.